Unter den Linden. Der Phoenix Talk aus dem Herzen der Hauptstadt mit Michael Hirz. Natürlich können wir nicht wissen, wovon Politiker im Schlaf träumen, was die Kanzlerin, was Sigmar Gabriel, Claudia Roth und all die anderen in der Nacht beschäftigt. Aber verstehen könnten wir es bestimmt, wenn sie davon träumten, bei der Feuerwehr zu sein oder Krankenschwester, Arzt, Handwerker. Denn all diese Berufe genießen ein hohes Ansehen in der Bevölkerung und unterscheiden sich damit vom Beruf des Politikers. Und damit herzlich willkommen bei Unter den Linden, dem Phoenix-Gespräch aus Berlin. Ja, und um das auch gleich zu sagen, mit dem Prestige von Journalisten ist es natürlich auch nicht weit her. Es gibt eine wachsende Entfremdung zwischen Politik und Bevölkerung, aber auch zwischen Medien und Mehrheit. Ob der Rücktritt von Horst Köhler, der Umgang mit den Thesen von Thilo Sarrazin, die Affäre Guttenberg, die Vorgänge um den Bundespräsidenten, immer geraten Politik und Medien in Verruf, verspielen Kredit bei den Menschen, auf deren Vertrauen beide angewiesen sind. Grund genug also zu fragen, wie ist es mit diesem Vertrauensverlust? Wie ist der zustande gekommen? Sind es die Medien mit ihrer aufgeregten Skandalisierung? Sind es Politiker mit zweifelhaftem Verhältnis zu Moral und Anstand? Darüber wollen wir heute bei Unter den Linden sprechen. Und zwar nicht mit Theoretikern, sondern mit Praktikern. Ich begrüße Gerhard Baum. Er war Bundesinnenminister, ist engagierter Bürgerrechtler und so etwas wie das liberale Gewissen seiner Partei, der FDP. Willkommen. Und bei uns ist Wolfram Weimer, bekannter Publizist, Buchautor. Er war Chefredakteur der Welt, des Focus. Er hat die Zeitschrift Cicero gegründet und wird uns heute etwas zu unserem Thema sagen können, aber völlig befreit von allen offiziellen Ämtern. Er ist freier Autor. Willkommen auch Sie. Herr Baum, die Affäre oder die Vorgänge um den Bundespräsidenten haben ja dieses Land fast 2 Monate jetzt ziemlich in Atem gehalten. Christian Wulff scheint sich ja sehr früh vorgenommen zu haben, im Amt zu bleiben, trotz der Vorwürfe, mit denen er konfrontiert wurde. Ist seine Strategie jetzt aufgegangen? Das weiß ich nicht. Es ist ja nicht nur die Frage, ob er im Amt bleibt, sondern wie er im Amt bleibt. Der Verfassungsrichter Grimm hat mit Recht einen Artikel in der FAZ geschrieben, hat gesagt, das Pfund, mit dem der Bundespräsident wuchert, ist sein Ansehen, seine Glaubwürdigkeit. Das muss er haben. Und das hat er doch sehr beschädigt. Also ich habe nicht das Gefühl, dass das Amt beschädigt ist an sich, sondern der Amtsträger. Und es kommt nicht von ungefähr, obwohl man ja kaum noch eine Zeitung aufschlagen kann. Heute zum Beispiel im Spiegel stehen wieder 2 Artikel über Wolf und seine Frau. Es kommt immer was Neues, was an sich gar nicht mehr so schwerwiegend ist. Aber in der Summe verstärkt es ein Bild, das die Menschen nun über den Bundespräsidenten haben. Und das Entscheidende war ja wohl diese Sache mit dem Grundstückskredit. Herr Weimer, im Augenblick beherrschen Themen wie Euro-Rettung, die Sanktionen gegen Syrien und andere Themen wieder, die Medien, aber auch die Öffentlichkeit. Haben uns jetzt die wirklich wichtigen Themen wieder? Könnte man so sagen, und ehrlich gesagt ist es vielleicht auch gut so. Denn dieser vermeintliche Skandal, der trägt ja doch große Züge auch einer Posse. Es ist ja nicht so, dass das ein historisch bewegendes Ereignis wäre, was die Republik in ihren Grundfesten erschüttern würde. Nein. Es geht um Kompromittierung, es geht um Peinlichkeiten. Es geht eigentlich mehr um Comment als um Korruption. Und der Bundespräsident hat sich blamiert. In vielerlei Hinsicht, das sehe ich ganz genauso. Insofern sehe ich auch das Amt überhaupt nicht beschädigt. Aber mein Gott, worüber reden wir eigentlich? Ich glaube, das Ausland lacht. Wenn Deutschland sich darüber echauffiert, dass ein Politiker ein Bobbycar geschenkt oder im Flugzeug mal vorne sitzen darf.
Das sind, glaube ich, nicht die Kategorien, die man mit Skandal fassen kann. Die Art, wie er mit der Krise umgegangen ist, Herr Weimar, das war nicht in Ordnung. Und das hat Weiteres ausgelöst. Sie haben eigentlich das Stichwort schon genannt. Ihm wurde vorgeworfen, dass er ein Bobbycar, ich weiß nicht, das kriegt man vermutlich in einem Autohaus günstigen, entweder wenn man ein Auto kauft oder wenn man in ein Spielzeuggeschäft geht für 50 Euro. Das sind natürlich dann wirklich Bagatellbeträge. Aber es wurde trotzdem thematisiert ja von den Medien. Ist auch dieser Vorwurf, der den Medien gemacht wurde, also geradezu inquisitorisch, den Bundespräsidenten zu bedrängen, mit den Vorwürfen. Ist das etwas, was ihn möglicherweise auch im Amt gehalten hat? Denn es gab ja auch andere, sehr viel gravierendere Vorwürfe an seine Adresse, zum Beispiel die Unwahrheit vor dem Parlament gesagt zu haben. Also, das ist ja was anderes, als wenn ich ein Bobbycar für 50 Euro geschenkt bekomme. Das stimmt. Ich will ihn ja gar nicht verteidigen in all dem, was ihm vorgeworfen wird. Ich will nur die Kategorien zurechtrücken. Und dabei spielt für mich schon eine Rolle, dass natürlich auch wir Medien in diesen zwei Monaten das ein oder andere Mal über das Ziel hinausgeschossen haben. Es gab sowas wie ein Jagdfieber. Man wollte dann jede Bagatelle skandalisieren, die eigentlich nicht skandalisierungswürdig war. Und dann gab es einen Moment, wo das Publikum erkannt hat, naja, der Wulff, der hat da so seine kleinen Dinger, die nicht so ganz in Ordnung sind. Rücktreten muss man dafür eigentlich nicht. Obwohl die Mehrheit und das die sagt. Medien haben, die Mehrheit sagt das und die Medien haben auch übertrieben in der Art und Weise, wie sie das angeprangert haben. Also da gab es natürlich auch eine moralische Aufbäumung im öffentlichen Bild, wo die Bevölkerung sehr fein unterscheidet und sagt, wir finden es nicht ganz in Ordnung, wie der Wulff sich verhalten hat, aber wir finden es auch nicht okay, dass da so ein öffentliches Mobbing stattfindet über 2-3 Monate hinweg. Ich sehe es wie Baum, er ist beschädigt als Bundespräsident, meines Erachtens wird er machtpolitisch überleben, aber wie? Also aber ein Bundespräsident, Frage, der so... Die Frage war ja, ob ihn genau das Verhalten der Medien eigentlich im Amt gehalten hat. Wenn die Medien sich auf die wirklich gravierenden Vorwürfe konzentriert hätte... Das glaube ich nicht. Wissen Sie, was ihn noch im Amt gehalten hat? Dass keiner der anderen Parteien ein Interesse jetzt hat, einen neuen Bundespräsidenten wählen zu müssen. Nicht? Das war die Opposition hat ja nicht richtig angegriffen. Die hat sich gefragt, was sollen wir um Himmels Willen machen? Gemeinsamer Kandidat, Gauck kann es wohl nicht mehr werden. Also was machen Warum wir? Nicht? Also eine... Ja, das ist die Stimmung, nicht? Auch bei der SPD. Das heißt also, wenn jemand Fehler gemacht haben und Sie wollen ihn wirklich weghaben, ist er weg. Aber hier war kein sichtbares Interesse der Parteien, ihn weghaben zu wollen. Was die Medien übertrieben haben, Herr Weimar, ist Folgendes. Meine Kritik richtet sich zum Beispiel an die Bild-Zeitung. Die hat ja die Information dosiert. Ja, sie hat eine Strategie gegen ihn gemacht. Sie hat bestimmte Informationen gar nicht selber preisgegeben, sondern an andere Zeitungen herausgespielt, die das dann für die Bild-Zeitung gemacht haben. Das fand ich nicht gut und die Art und Weise, wie die Bild-Zeitung mit dem Präsidenten umgegangen ist, hat er sich natürlich selber eingebrockt, ne? indem er da telefoniert hat. Ne? Ich würde trotzdem ganz gerne nochmal, eigentlich haben Sie schon fast die Antwort gegeben, aber ich würde es ganz gerne trotzdem nochmal einordnen, was wir im Augenblick erlebt haben über den Jahreswechsel mit der Diskussion um den Bundespräsidenten. Wenn man mal zumindest die Geschichte der Bundesrepublik sieht, also nach dem Zweiten Weltkrieg, dann hat sie ja etliche Affären erlebt, etliche Skandale. Wenn man das so ein bisschen einordnet, also ich denke an die Flick-Affäre, an die Parteispenden-Affäre, es gab ja etliches. Starfighter-Affäre, also Fiebermann-Affäre. Und wirkliche Skandale. Und in dieser Riege ist das für mich eher eine Posse. Also solange nicht andere Dinge noch zutage treten. Und Baum hat vollkommen recht, er hat nicht deswegen überlebt, weil die Medien vielleicht hier und da überzogen haben, was ich auch so sehe, sondern weil die Kanzlerin ihn unbedingt halten will. Sie hat schon einen Bundespräsidenten verloren. Der war überempfindlich, der jetzige ist meines Erachtens unterempfindlich. Und die SPD hat keine Mehrheit in der Bundesversammlung. Ist aber nervend. Die Mehrheitsverhältnisse sind ganz knapp. Und wenn jetzt nochmal gewählt würde und die SPD kriegt wieder keinen Kandidaten durch, dann ist es natürlich auch ein ganz schlechtes machtpolitisches Signal. Das heißt, die Machtlogik hat ihn im Moment im Amt gehalten. Und jetzt hat er diesen Possenskandal überstanden. Und der überlebt schwer angeschlagen. Das heißt, diese Auseinandersetzung zwischen Medien auf der einen Seite und Politik auf der anderen Seite ging 1-0 für die Politik aus, wenn man auf das Amt guckt. Ja, ich bin ja der Meinung, beide haben verloren. Ja. Sowohl der Bundespräsident als auch die politische Klasse, als auch die Medien haben in diesem Spiel, glaube ich, verloren. Aber da kommen wir jetzt gleich mal drauf. Es geht um das Ansehen, nicht? Es geht also, da kann man ja auch noch abschließend zu diesem Tag unserer Diskussion sagen, wie wichtig ist eigentlich der Bundespräsident, nicht?
in unserem Verfassungsgefüge. Ich behaupte, die Menschen würden es eine Zeit lang gar nicht merken, wenn der gar nicht da wäre. Ja? Der hat eine wichtige Wobei Funktion in meinen Augen. Gute aber Präsidenten schon bemerkt hat. Ja, natürlich. Man hat, die guten Präsidenten haben das Land geprägt. Nicht? Aber wichtiger ist natürlich im Moment zum Beispiel die Bundeskanzlerin. Und die zieht Vertrauen auf sich. Dann gucken wir trotzdem noch mal auf diese Affäre, aber ohne jetzt uns mit ihr inhaltlich weiter zu beschäftigen. Die Frage ist ja, wir haben festgestellt, da war ein bisschen viel Aufregung im Vergleich zu den anderen, den großen Skandalen, die dieses Land erlebt hat. Hat das auch etwas zu tun mit der sogenannten Berliner Republik? Ist da eine größere Aufgeregtheit? Und dann könnten wir uns, wenn Sie das bejahen, auch mal der Frage zuwenden, woran das liegt. Also ist das typisch für die Berliner Republik, dass man die Fahne schnell hochzieht? Ganz sicher. Berlin hat dazu geführt, dass diese Republik viel äußerlichkeitsfixierter ist, dass die Facetten der rote Teppich-Politik viel stärker in den Vordergrund rücken. Dass die Politik sich viel stärker nach den Medien orientiert, anstatt ihren Kurs zu halten und sachliche Entscheidungen zu treffen. Das liegt auch daran, dass in Berlin häufig Politiker und Journalisten viel zu eng miteinander kungeln. Das sind alles Entwicklungen, die sind nicht gut, aber sie sind auch nicht schlimm. Mein Argument ist ja nur, schauen Sie sich mal unsere Nachbarländer an, was die für echte Skandale erlebt haben. Also wenn wir nach Italien gucken mit Berlusconi. Die würden mich wenig. Ja, aber die würden natürlich nur lachen, worüber die Deutschen sich vermeintlich, also wir bringen noch nicht mal einen richtigen Skandal zustande in dieser Hinsicht. Und dann muss ich sagen, jetzt lassen wir die Kirche mal im Dorf. Er muss sehen, dass er seine Reputation zurückgewinnt. Er hat eine faire Chance, ein zweites Mal sozusagen Antritt zu machen. Und wenn er das ordentlich macht, dann ist es auch okay. Also was ich an Berlin bemängle, ist diese Aufgeregtheit. Die ist nach meiner Erfahrung, Herr Hirz, ich habe ja eine Bonn-Erfahrung, war sie nicht so stark. Bonn war eine provinzielle Idylle. Ja? Also dieses Jagdfieber, das Sie hier erwähnen, das gab's in der Weise nicht. Also insofern hatten es die Politiker etwas einfacher, aber ungeschoren blieben sie eben auch nicht. Was ich was bemängle, was stärker geworden ist, ist die Eventorientierung der Politik. Es wird immer eine Sau durchs Dorf gejagt und dann ist sie weg. Also wichtige Themen, die eigentlich kontinuierlich behandelt werden müssten, werden hochgepusht. Man kommt irgendwo hin, man wird nur zu diesem Thema gefragt und in der nächsten Woche schon nicht mehr. Also das kontinuierliche Dranbleiben bei einem Thema, auch vorsorgend dranbleiben, bevor was passiert, das fehlt. Also der lange Atem, bestimmte politische Entwicklungen zu verfolgen, zu analysieren und in einen Zusammenhang zu stellen. Die Leute werden immer überrascht mit irgendwelchen Symptomen, die dann hochknallen. Aber das, was wirklich passiert ist, was dazu geführt hat, wird erst langsam deutlich. Das machen zum Teil die Talkshows ganz gut, dass sie Zusammenhänge aufzeigen. Aber es kommt ja noch eins dazu. Die Wirklichkeit ist viel komplizierter geworden als früher. Sowas wie diese Europakrise, die ja dramatisch ist, hatten wir nie, nicht wahr? Wir hatten Krisen, wir hatten Grundsatzentscheidungen, wohin geht die Republik in der Deutschland-Ost-Politik. Aber sowas wie heute, wo ich als interessierter Bürger überhaupt nicht mehr durchblicke. Die These finde ich sehr interessant, die sollten wir uns gleich auch noch mal etwas differenzierter vornehmen. Aber vielleicht noch mal ganz kurz zurück zu dem Vergleich Bonner Republik, Berliner Republik. Die These von Herrn Weimar war ja irgendwie, das ist hier so ein enges Geflecht zwischen Politik und Medien. War das nicht in Bonn auch? War das eigentlich nicht sogar noch enger, als es hier in Berlin ist? Ja, war enger. Die Leute trafen sich ununterbrochen, gingen auf der Straße und trafen den anderen. Es war alles viel enger, auch räumlich. Und war das nicht sogar ein Kartell, also Politik Nein. und Also im Grunde tauschten Medien. Sich die Journalisten auf der Straße aus, wie sie bestimmte Dinge sehen. Ja, also sie wussten voneinander, in welche Richtung sie am nächsten Tag schreiben würden. Ich glaube, das ist hier nicht so eng. Also hier ist die Stadt, Da würde ich Einspruch erheben. Also ich glaube, Wolfgang Köppen, der Schriftsteller, hat das ja mal schön beschrieben mit Treibhaus Bonn. Ja. Und ich glaube, wenn Bonn ein Treibhaus war, dann ist Berlin ein schneller Brüter. Also in Bonn herrscht aus meiner Sicht eher eine Atmosphäre des Institutionellen und Parteilichen. In Berlin herrscht mehr eine Atmosphäre des Personalen und Inszenatorischen. Und die Politik selber treibt die Bewegung hin in eine Mediendemokratie.
dramatisch voran. Wenn Sie heute mit veritablen Ministern reden, die sagen Ihnen, ach wissen Sie, ein Auftritt in einer Talkshow ist mir wichtiger als 27 Reden im Bundestag. Das heißt, die Talkshows ersetzen vielerorts den Ort der Willensbildung. Das Parlament wird ausgehöhlt, unsichtbar entmachtet. Das wird es sowieso aus anderen Gründen auch noch. Das halte ich für ein großes Problem, dass eigentlich der zentrale Ort unserer politischen Willensbildung nicht mehr so sichtbar ist, wie das früher war. Herr Weimar, Einspruch. Sichtbar durch Phoenix. Ich gucke mir die Debatten an zum Teil und viele Leute tun das auch. Sie haben recht, also die Aufmerksamkeit, die eine Talkshow auf sich zieht in einer kontroversen Situation, die kommt einem Politiker, der da sitzt, sehr zugute. Nicht? Der ist da, kann sich profilieren oder auch blamieren. Aber ich finde, dass das Parlament sichtbar geblieben ist. Nicht so, wie die Abgeordneten das gerne wollen, aber und wahrscheinlich auch nicht so sichtbar, wie es in den Zeiten der großen Rhetoriker, Wehner, Strauß und anderen, da war. Aber ich glaube nicht, dass die Talkshows da an der Bedeutung, auch der öffentlichen Bedeutung des Parlaments gekratzt haben. Früher saß man nachmittags und hat Bundestagsdebatten verfolgt und hat die Argumente ausgetauscht. Heute fühlen sich die Abgeordneten unsichtbar. Sie fühlen sich als Marionetten in einer Parteienoligarchie, müssen abstimmen mit den Mehrheiten. Ja, das war doch immer so. Ich war fast ein Vierteljahrhundert im Parlament. Ich war in vielen, als ich nicht Minister war, war ich überhaupt unsichtbar. Ich saß hier heute. Wer ist das denn, Herr Bitte? Baum? Wo ist denn der Gerhard Baum der FDP heute? Ja, das ist ein ganz anderes Thema. Ja, dann gehört er vielleicht dazu. Gut, aber ich würde das Stichwort Mediendemokratie noch mal gerne aufnehmen, was Herr Weimar genannt hat. Wie war das denn in der Bonner Zeit? Weil ich immer denke, man lernt ja auch irgendwie so durch so einen historischen Längsschnitt. Wie war das denn in der Bonner Republik? Wer war denn da der Taktgeber? War das tatsächlich so, dass die Politik die Agenda bestimmt hat und die Medien haben beschrieben, was Politik gemacht hat, haben es auch bewertet, aber den Takt vorgegeben hat die Politik und hat sich das geändert? Ist das in Berlin anders? Ja, das war eine Wechselbeziehung. Damals kann, ja, ich möchte das behaupten. Es war eine Wechselbeziehung hier. Also zum Beispiel der berühmte Bericht aus Bonn von Herrn Nowotny am Freitagabend hat natürlich eine enorme Wirkung gehabt auf die politische Willensbildung, auf die Beurteilung von Politik durch den Bürger. Es war eine zentrale Sendung. Also es war auf wenige Meinungsführer zugeschnitten, diese Meinungsbildung in Bonn. Hier ist das viel pluralistischer, als es damals war. Es gab also der Spiegel am Montag war von großer Bedeutung. Fokus gab es noch gar nicht, nicht. Oder es gab einige Kolumnisten und Kommentatoren, die eine große Rolle spielen. Heute ist das viel breiter angelegt. Man muss sich durcharbeiten, bevor man etwas findet, was eine Linie ist. Noch vielleicht abschließend zu diesem Vergleich Bonn-Berlin. Ist denn der Eindruck richtig, dass der moralische Anspruch an Politiker heute oder an die politische Klasse heute vielleicht noch strenger ist, als er früher war? Wie gesagt, wenn man sich nochmal bestimmte Affären in Erinnerung ruft, aber auch den Umstand, also man hat viel gemunkelt, das eine oder andere weiß man aus Biografien oder Autobiografien von Politikern. Auch da waren die Dinge nicht immer so geregelt, wie sie geregelt sein sollten. Es wurde irgendwie so, es drang nicht nach außen. Es war sozusagen in dem Kokon gefangen und man berichtete als Journalist über bestimmte Dinge auch nicht, die zum Beispiel das Privatleben betroffen haben, was ja heute anders ist. Ich will nicht sagen, welche Welt moralisch wertvoller war oder besser, aber ich glaube, die gefühlte Moralität oder die Definition dessen, was eine öffentliche Moral zu sein hat, die wird meines Erachtens enger und strenger. Man muss jetzt noch nicht vom puritanischen Furor reden, aber die Gesellschaft wird kleinlicher. Und zwar auch in dem Betrachten vom politischen Personal. Ich finde auch häufig, deswegen war vorhin auch mein Reflex mit Wulff, ich finde, dass häufig Politiker zu Unrecht gescholten werden oder zu Unrecht verdammt werden, dass man zu leicht sie verteufelt. Geschenkt an einen Politiker hätte sich früher vermutlich niemand aufgeregt. Ja, sowieso nicht, aber jetzt auch in ganz anderen Feldern. Eine Gesellschaft, die die öffentliche Moral sehr kleinlich definiert, nimmt meines Erachtens in Kauf, dass sie auch ein Stück kälter wird. Das ist übrigens ein Phänomen, was nicht die Politik allein betrifft. Wir haben das Thema in der Wirtschaft mit Compliance genauso. Wir haben es in der Gesellschaft überall bis in die Schulen hinein, dass sozusagen alles klein aufgerechnet wird. Und eine Gesellschaft, die glaubt,
sie würde moralisch wertvoller, indem sie das Moralapostelhafte zum Grundgesetz erklärt. Und wo der Lehrer sich am Ende nicht mehr traut, einen korpulenten Schüler auch mal eine 2 im Sportunterricht zu geben. Weil das geht ja nicht, es muss ja jetzt alles ganz streng und gesetzlich laufen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Entwicklung ist. Und deswegen ist das alte rheinische Prinzip, was ich dann auch mit Bonn verbinde, man muss auch gönnen können, eine gewisse Großzügigkeit auch in der Definition von öffentlicher Moral, das können Sie heute kaum noch sagen. Heute müssen Sie immer ganz rigide formulieren und sagen, ja, so müsste die Republik eigentlich sein. Aber wird sie wirklich besser? Also ich finde, ein Punkt ist hier auszunehmen, der Kampf gegen Korruption. Also was die Transparency-Leute machen, was sie eben mit Compliance umschrieben haben, was die großen Konzerne jetzt ganz konsequent machen, das ist schon ein Fortschritt. Dass das korruptive Element... Das gilt auch für die Politik. Für die Politik auch. Wobei ich bedauere, dass eine Forderung, die viele Jahre schon erhoben wird, nämlich die Strafbarkeit der Abgeordnetenbestechung einzuführen, nicht geschieht. Die Abgeordneten scheuen sich davor zurück. Aber es gibt eine viel größere Transparenz, was das Einkommen der Abgeordneten angeht und die Abhängigkeiten noch nicht genug. Wobei, glaube ich, nicht, dass nicht alle Parteien gleichermaßen eben dieses Transparenzgebot ja, nicht... Es gibt ein allgemeines, das Parlament festgelegt hat für alle Abgeordneten. Also ich finde, dass da eine gewisse Rigorosität in Ordnung ist. Aber die Frage ist natürlich, wie bewerten wir unseren Politiker? Bewerten wir sie so, wie wir uns selber bewerten, die Bürger? Oder haben wir besondere Maßstäbe, die wir den Politikern abverlangen. Das heißt, wir verlangen von denen mehr, als wir von uns selbst verlangen würden. Wir verlangen mehr. Und da ist die Frage, inwieweit sind Politiker Vorbilder? Ja, der Bundespräsident ist sicher eine Art Vorbild, kann man gar nicht dran vorbei. Aber man sollte auch den Politikern zugestehen, dass sie menschliche Schwächen haben und dass sie eben Teile unserer Gesellschaft sind. Nicht? Das hat ja auch Joschka Fischer dieser Tage so schön in den Spruch gebracht, er selber könne gar kein Bundespräsident werden. Sein Leben war unter diesen strengen moralischen Maßstäben, die auf einmal... Das wünsche ich ja auch nicht. Nur ich finde es von ihm sympathisch, dass er sagt, Leute, lasst mal die Kirche im Dorf. Also, ja, das fand ich schon ganz gut. Wir wollen ja keine klinischen Moralerfüller, sondern wir wollen ja noch Menschen haben. Dann kommt man ja fast zwangsläufig auf ein anderes Phänomen, dass nämlich die Parteien ja an einer gewissen Auszehrung leiden. Die Bereitschaft, sich in Parteien zu engagieren, sich in der Politik zu engagieren und wenn es wirklich irgendwie sozusagen dem edlen Leitbild folgt, auch tatsächlich für das Gemeinwohl zu engagieren, das lässt ja eher nach. Hat das auch damit zu tun, dass die Ansprüche heute irgendwie fast erbarmungslos hoch sind, wie Wolfram Weimer gerade sagt? Naja, also es kommt noch was hinzu. Jetzt die Struktur der Parteien, behaupte ich mal, hat sich auch verändert. Diejenigen, die in die Parteien gehen und Ämter anstreben, sehen das als eine Art Karriere. Nicht? Also junge Leute gehen in die Parteien und wollen Abgeordnete werden. Also richtig ein vollwertiger Beruf. Ja, und damit werden sie auch abhängiger. Nicht? Sie werden abhängiger von den Parteien, die sie aufstellen. Also es wird etwas professionalisiert. Nicht? Der junge Mensch ist schon Berufspolitiker, ja? Unter 30. Das ist eine neue Tendenz. Das gilt ja auch für die FDP. Muss nicht unbedingt schlecht sein. Aber ich kann mir nicht vorstellen, wie jemand, der 35 Minister ist, das auch noch mit 50 aktiv in der Politik ist. Das muss ihm ja zum Halse raushängen. Ich verstehe das nicht. Also es hat sich die Struktur wohl etwas geändert und ich kann nicht sagen, ob das Interesse in eine Partei zu gehen so stark gesunken ist. Was mich beunruhigt, Umfragen sind ja mit Vorsicht zu genießen. Allensbach hat vor kurzem eine Umfrage publiziert, wonach den Politikern nicht mehr zugetraut wird, dass Allgemeinwohl zu vertreten. Und zwar nur 15%. Und das war vor einigen Jahren noch 30-40%. Also hier ist also eine Politik, ich sage es beinahe schon so, Verachtung auf dem Wege, was hochgefährlich ist. In der Weimarer Zeit war das ja einer der Ursachen des Zusammenbruchs, so weit sind wir nicht. Aber Politik muss kritisiert werden, aber darf nicht verachtet werden. Ist ein ehrenwerter Beruf und ich behaupte aus eigener Lebenserfahrung, die meisten Politiker sind ordentliche Menschen, die ihre Aufgabe ernst nehmen und hart arbeiten, um ihre Mandate auszufüllen. Also ich weigere mich, diese Allgemeinheit
allgemeine Politikverachtung mitzumachen. Die Politikverdrossenheit ist ein uraltes Phänomen, da hat Weizsäcker schon geredet dagegen, nicht? Aber ist das so eine Verelendungsspirale, die da in Gang gesetzt worden ist? Also immer weniger Menschen, ich meine, die Zahlen sind ja da, das ist ja keine, das ist ja kein Umfrageergebnis, sondern das ist das sind die Mitgliederstatistiken der Parteien. Alle Parteien, wesentlich die größeren, haben erhebliche Verluste hinnehmen müssen. Sie sind auch nicht mehr. Und die Gewerkschaften? Alle großen Institutionen. Also, ja. Aber wir reden gerade über die Politik. Es scheint irgendwie ein Trend in der Gesellschaft zu sein, sich nicht mehr binden zu wollen in dem Maße. Aber die Parteien leiden eben auch darunter. Und kann Politik funktionieren, die eben den Parteien ein gewisses Privileg einräumt, die Parteien auch bevorzugt behandelt, wenn aber gleichzeitig die Parteien nur noch der Hort sind für immer weniger Menschen, die dann obendrein im Schnitt auch immer älter sind und dann eben auch nicht mehr sozusagen einen repräsentativen Charakter haben. Also ich kann mich ja nicht mehr mit einer Partei identifizieren, wo ich weder meine Alterskohorte finde, noch meine Berufsgruppe, als noch Frauen sonst wird das irgendwas. Schwierig, weil die Frauen unterrepräsentiert sind. Also ich bin in dieser aber Frage auch überhaupt nicht so pessimistisch und gar nicht demokratiepessimistisch. Ich glaube, auch nicht die These, dass das politische Engagement der Menschen nachlässt. Wenn Sie das nur messen an Parteimitgliedschaften vielleicht, aber wie viel engagieren sich dann in Bürgerbewegungen, in konkreten Gründen Projekten? Gründen sogar eine neue Partei. Ne? Gründen neue Parteien, auf einmal gibt es Piraten und die FDP muss sich warm anziehen. Ja. Wissen Sie, die Demokratie unterliegt doch einem permanenten Wandel und die bundesrepublikanische ganz besonders. Der Historiker Heinrich August Winkler hat ja mal beschrieben, wir sind auf dem langen Weg nach Westen und wollte damit sagen, Deutschland hat sich emanzipiert von einem obrigkeitsstaatlichen Denken. Wir mussten Demokratie erst lernen und auch die Mechanismen, die dazugehören. Haben wir auch gelernt. Und einen Staatsbegriff. Und die Demokratie hat sich gewandelt. In den 70er Jahren wurde sie dann auch sozial liberalisiert. Nach der Wiedervereinigung haben wir wieder eine neue Versammlung bekommen. Und wir sind jetzt wieder in einer Umbruchphase. Aber heißt das eine Verelendung, eine Spirale nach unten? Wird die Demokratie schlechter? Nein, finde ich eigentlich nicht. Ich finde die Tatsache, dass wir mehr Parteien kriegen zum Beispiel, ist doch ein Gewinn. Das ärgert natürlich die etablierten Parteien, die das bisher unter sich dreien alles ausgemacht haben. Aber ist es schlechter, dass wir auf einmal 6-7 Parteien im Parlament haben? Finde ich eigentlich nicht. Und so muss man sagen, wir haben Demokratiegewinne auf der anderen Seite, Partizipationsgewinne. Aber die These, dass die Demokratie insgesamt den Bach runtergeht und verelendet und das politische Personal, das sehe ich auch am Tisch ja niemand aufgestellt. Das behauptet ja kein ernsthafter Mensch. Aber die Demokratie ist Gefährdung ausgesetzt. Verschiedene Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, alle möglichen Dinge, die in den Grundrechten festgelegt sind, sind wieder immer wieder angefochten, die müssen verteidigt überhaupt werden. Nicht gravierend. Wir haben eine gewisse Demokratieentleerung, sage ich mal plakativ. Die Parteien versuchen dem ja entgegenzusteuern. Beispiel. Nichtmitglieder sollten, ist meine Meinung, stärker mitwirken können bei Parteientscheidungen. Der Gabriel hat das versucht, ist gescheitert. Aber das wäre zum Beispiel ein Element, die Parteien zu öffnen. Muss ich denn alle wählen in der Reihenfolge, wie die Parteien sie mir auf einer Liste vorschreiben? Ja? Dann müssten die Parteien dafür sorgen, dass diese Lobbyismus in Gefahren reduziert werden. Sie müssten Abschied nehmen von der Monopolisierung ihrer Stellung in der Gesellschaft. Absolut. Die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung mit. Sie machen alles das Mögliche, heißt, was ihnen gar nichts angeht. Sie müssen sich zurückziehen. Die Parteien hemmen eigentlich eine Entwicklung, die jetzt angesagt wäre, zu mehr und direkterer Demokratie. Ist das aus eigenem Interesse natürlich. Aus eigenem Interesse. Ihre Pfründe sind versteinert. Aber wissen Sie, wenn die Parteien sich nicht von innen heraus reformieren, dann werden sie über die Gesellschaft reformieren. So ein Phänomen wie die Piraten erklärt sich doch damit, dass die Leute einfach mit dieser versteinerten Parteienoligarchie ein Problem haben und sagen, wir wollen das mal aufmischen. Ja. Wir wissen gar nicht so genau, was die Piraten wirklich wollen. Sind die nun die besseren Liberalen oder sind die doch wieder nur irgendwie eine Linksabspaltung? Aber sie sind interessant, weil sie das System in Frage stellen. Und da merkt man ein großes Bedürfnis. Eigentlich eine gute Zeit für eine liberale Partei, aber die FDP erfüllt ja die Rolle nicht so toll. Wäre eine wunderbare Zeit für eine richtige liberale Partei. Vielleicht kommt sie noch. Ja. Aber, bitte. Ja, nee. Wenn Sie es ergänzen wollen, gut.
Herr Weimar hat es eben angesprochen, das politische Engagement ist durchaus noch da, aber es verlagert sich. Also es findet außerhalb der Parteien statt, worüber die Parteien nicht glücklich sind, aus Eigeninteresse, haben wir festgestellt. Ich versuche das nur mal so ein bisschen zusammenzufassen. Es ist aber auch sehr viel Partikularinteresse ja unterwegs. Es gibt ja ein Wort, das im vergangenen Jahr unglaublich Karriere gemacht hat, das ist das Wort vom Wutbürger. Darunter stellt man sich aber jetzt nicht den extrem gemeinwohlorientierten Menschen vor, sondern jemanden, der einfach sagt, mir ist eigentlich vieles egal, ich will aber nicht, dass, was weiß ich, vor meinem Haus ein Bahnhof gebaut wird, oder ich will einfach Lebensumstände für mich haben, egal was es kostet, was es auch eine Gesellschaft kostet, aber die Probleme sollen mir vom Hals bleiben. Das ist natürlich keine Weiterentwicklung von Demokratie. Nein. Also wir sind hier jetzt angelangt in unserer Diskussion bei dem Spannungsverhältnis zwischen repräsentativer und direkter Demokratie. Also repräsentative Demokratie ist das, was wir haben und auch meines Erachtens verteidigen müssen. Es gibt keine bessere Form der Meinungsbildung, auch kein besserer Schutz von Minderheiten und Interessenausgleich. Aber warum nicht einige Impulse direkter Demokratie einspeisen in diese Meinungsbildung? Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass man viel stärker Volksinitiativen macht, dass das Volk sagt, was es eigentlich will. Volksentscheide sind in vieler Hinsicht problematisch, das haben Sie eben angesprochen. Wie wollen Sie einen Volksentscheid über das Sozialsystem machen? Da müssen Sie schon eine ganz intensive Vorbereitung machen. Und Sie müssen bei Volksentscheiden immer voraussetzen, dass der Bürgersinn da ist, dass die Leute nicht nur an sich selber denken, sondern auch an die anderen, an die Volk denken. Aber ich bin der Meinung, man kann und muss das Repräsentative, das durch nichts zu ersetzen ist, etwas anreichern durch mehr plebiszitäre Elemente. Sehr überlegt, aber man muss das tun, um den Menschen die Möglichkeit zu geben, bestimmte Dinge in die Hand zu nehmen. Was können sie denn sonst tun? Sie können hier auf den Pariser Platz gehen und demonstrieren. Wobei das ja sehr schwierig ist, gerade bei diesen hochkomplexen Vorgängen, wo man eigentlich angewiesen ist auf eine repräsentative Demokratie, wo man sagt, ich habe so viel Vertrauen in die Politik, dass sie diesen sehr komplexen Vorgang, den ich alleine vielleicht als Bürger gar nicht durchschauen kann, weil mir auch die Instrumentarien dazu fehlen, regle. Und das lässt sich dann oft nicht runterbrechen auf eine Ja-Nein-Entscheidung auf einem Stimmzettel, oder? Wir sehen am Beispiel der Schweiz, dass das über viele Jahrhunderte sehr gut funktioniert und dass auch viele Sorgen, die wir in Deutschland haben vor Plebisziten, dann kommen merkwürdige, einseitige Entscheidungen, es werden Minderheiten unterdrückt und was so gängige. Die dürfen nicht gebaut werden. Moment mal, die Schweizer fahren seit Jahrhunderten auch mit ihrer inneren Liberalität ziemlich gut mit einem starken plebiszitären Element. Und so ein bisschen mehr Schweiz in Deutschland fände ich gar nicht schlecht. Ich finde übrigens auch nicht schlecht, wenn Bürger eintreten für ihre ganz konkreten Interessen. Es muss doch nicht die eine Bürgerinitiative für die Umgehungsstraße, die muss doch jetzt nicht das staatsräsonhafte Interesse verkörpern und das Allgemeinwohl. Die wollen diese Umgehungsstraße oder auch nicht und kämpfen dafür. Aber das ist doch in Ordnung, das ist doch gelebte Demokratie. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, ich habe es kürzlich gerade gelesen. In Hamburg gab es ja einen Volksentscheid über die Schulpolitik. Gegen das Parlament, also gegen die Mehrheit des gewählten Parlaments, haben 12% der Wahlbürger das Parlament gekippt. Das heißt also, es können aktive, entschiedene Minderheiten, wenn sie das richtig machen, den Volkswillen, der sich im Parlament ausdrückt, aushebeln. Was ja auch interessant ist, dass in Bayern waren 12% für das Rauchverbot. 12% der Wahlbürger. Gut, da kann man sagen, warum gehen die anderen nicht hin, nicht? Und entscheiden gegen die. Ist auch eine Entscheidung. Ja, aber Interessant ist doch, dass eine demokratisch gefällte Entscheidung dann nochmal konterkariert wird durch Elemente der direkten Demokratie. Ja. Ist ja ein bisschen wie in Stuttgart, wo ja eigentlich auch schon alles beschlossen war, aber dann irgendwie nochmal zur Disposition gestellt wurde. Also bei all diesen Entscheidungen müssen Sie immer jemanden finden, der das dann auch verantwortet. Nicht zurückzieht, sondern der wirklich gerade steht für eine Entscheidung. Und das können Sie bei einem Parlamentarier am besten festmachen, nicht? Oder einem Regierungschef. Den können Sie abwählen. Kommen wir noch mal kurz auf die Rolle der Medien, weil wir das ja am Anfang auch gesagt haben. Ansehensverlust trifft ja nicht nur die Politik, sondern auch die Medien. Welche Verantwortung haben eigentlich die Medien für die Entwicklung in dieser Gesellschaft? Und wenn Sie so auf die letzten Monate und Jahre gucken, lässt sich da feststellen, dass die Medien da sehr sorgfältig mit ihrer Verantwortung umgegangen sind? Die Medien machen genauso viele Fehler wie die Politik und müssen sich genauso Dinge ankreiden lassen, die nicht in Ordnung gegangen ist. Vor allen Dingen aber stehen wir Medien unter einem ähnlichen Veränderungsdruck wie die Politik. So wie es halt
vor 20, 30 Jahren nur 3 Parteien gegeben hat, so hat es auch nur 3 Fernsehsender gegeben. Heute haben wir 300. Und so wie wir Print-Leute eben jahrelang glaubten, unsere Leitartikel seien doch der Weisheit letzter Schluss, so müssen wir auf einmal lernen, es gibt nicht nur das Internet, sondern da gibt es auch noch mündige Bürger, die schreiben ihre eigenen Kommentare, nennen sich Blogger und machen eine eigene Gegenöffentlichkeit auf. Wir leiden manchmal darunter, aber ich muss von einer höheren Warte sagen, eigentlich auch eine gute Entwicklung. Das Mediensystem demokratisiert sich insofern auch. Es wird unbequemer, es gibt mehr Spieler, es gibt mehr Einflussgrößen. Und manche Überzogenheit oder manche Vergaloppiertheit, die wir bei uns immer auch haben, die wird dadurch korrigiert. Deswegen bin ich auch da, eigentlich nicht bei denen, die sagen, ach, das ist aber kulturpessimistisch, ganz kritisch zu betrachten. Wo ist die Autorität der Medien, die wankt? Und euch nimmt man nicht mehr so ernst. Ja gut, wenn man uns auch kritisch betrachtet und hinterfragt und merkt, oh, da läuft ja eine Kampagne oder ist denn das wirklich okay, was diese Zeitung oder dieser Sender macht, ist das doch nur ein Gewinn an politischer Kultur. Insofern glaube ich wirklich an das Häutungsbild unserer Demokratie. Unsere Gesellschaft häutet sich mal wieder. Sie gewinnt ein neues politisches Selbstbewusstsein. Das ist ein Mehr an Demokratie. Bestimmte alte Spieler, seien es alte Parteien oder auch alte Medien, müssen sich daran gewöhnen, dass sie nicht mehr so unter sich ihr Old Boys Network machen. Aber per saldo ist das gut für die Gesellschaft. Ja, das Netz ist eine neue Dimension öffentlicher Meinung, nicht? Absolut. Ist überhaupt nicht zu bestreiten. Und das ist grosso modo eine Bereicherung. Man wird mal sehen, ob da auch demagogische Elemente eine Rolle spielen. Ja, mit Sicherheit. Aber im Grunde ist, die Medien sind ja nicht ein Block. Sie kontrollieren sich doch selbst. Nicht? Sie schreiben übereinander. Sie kritisieren sich gegeneinander. In der FAZ gibt es im Feuilleton etwas anderes als im politischen Teil. Das heißt, das Feuilleton kritisiert den politischen Teil. Und am Ende sind wir kontrolliert natürlich über unsere Leser und Zuschauer. Ja, sicher. So wie die Parteien gewählt werden müssen wir gekauft werden und gesehen und gelesen werden. Und wenn man das nur einseitig tut oder unglaubwürdig tut, dann wird man vom Markt verschwinden. Insofern gibt es auch da ein Regulativ. Was ja auffällt in den letzten Jahren ist, dass die Medien viel stärker als früher noch, und ich meine jetzt nicht die Boulevardmedien, sondern die sogenannten Qualitätsmedien, also die großen überregionalen Zeitungen zum Beispiel, sehr, sehr stark auf Personalisierung setzen. Ist das eine Kapitulation vor der Komplexität der Verhältnisse? Ist das alles so kompliziert geworden, dass man sagt, das will man eigentlich dem eigenen Publikum, auch wenn es vielleicht etwas aufgeschlossener ist, nicht zumuten und setzt dann stärker auf Personalisierung? Das habe ich so noch nicht bemerkt, Herr Herz. Also was mir auffällt, ist, dass Sachverhalte doch sehr vertieft behandelt werden. Also wenn ich mir unsere großen Zeitungen ansehe, ich komme kaum durch. Ich lege mir Artikel beiseite, weil ich das noch genauer wissen will. Ich hole mir dann Rat im Internet. Also es werden sehr fundierte Meinungen ausgetauscht. Also, Herr Weimar, Sie können mich korrigieren, wir haben wahrscheinlich mit die beste Presselandschaft weit hin. Da werde ich Ihnen natürlich nicht widersprechen, aber Herr Herz hat natürlich recht. Es gibt einen Trend zur Boulevardisierung und zur Personalisierung in den Medien. In der FAZ? Im Süden der Süddeutschen? Grosso modo, wenn Sie die Medien in ihrer Breite betrachten, nur auch da würde ich erwidern, die Medien sind Abbild eines gesellschaftlichen Trends. Wir hatten Phasen in der Geschichte der Bundesrepublik, da hat man die Welt nur betrachtet unter Klassen und gesellschaftlichen Phänomenen und es war alles soziologisch und gruppenhaft. Heute hat man eine Phase, wo man alles individuell sieht und personal sieht. Vielleicht wird man in 20 Jahren darüber lachen, dass wir heute auch komplexe politische Themen nur unter der Kategorie A gegen B oder wie stellt sich denn ein Minister wie Herr Guttenberg gerade da, und da wird über die Personalisierung alles erzählt. Aber das bildet schon ab, wie eine Gesellschaft die Welt sieht. Und im Moment ist die personale Perspektive schon eine stark prägende, da haben Sie recht. Mhm. Welche Rolle spielt denn auch die Konkurrenzsituation der Medien? Es gibt ja die Konkurrenz untereinander, die ja auch durchaus Berichterstattung beeinflussen kann, aber es gibt auch den Treiber Internet. Also das Internet ist ja dazugekommen und hat dann natürlich auch nochmal die Tagespresse, die früher irgendwie was die Tagesberichterstattung anbelangte, wenigstens irgendwie sozusagen im geschriebenen Teil das Monopol hatte.
Ist das auch, sehen Sie das ähnlich positiv wie Herr Weimar, dass es eigentlich ganz gut ist? Oder leidet darunter auch manchmal so die Sorgfalt der Recherche und wird schnell etwas weitergetragen? Ja, glaube ich schon. Denke jetzt an diese Wulff-Geschichte zum Beispiel, wo dann irgendwie keiner wusste, was genau ist, aber jeder hat irgendwie den anderen zitiert und schon hatten sie eine veränderte Gemengelage. Ja, oder auch bei der Berichterstattung über diesen unglaublichen Fall der Verkennung der Hintergründe des rechtsextremistischen Terrors. Da kam plötzlich Meldungen auf, dass irgendein Mann des Verfassungsschutzes Mittäter gewesen ist. Das ist stundenlang oder tagelang durch die Medien gesaust, bis jemand sagt, das ist ja bei allen Fehlern, die gemacht worden sind, das ist das Blödsinn. Also wir kommen so langsam hier an dem Tisch, eine Stimmung, alles ist wunderbar. Das würde ich nicht sagen. Wir sind eine starke Demokratie, das sage ich, eine geglückte Demokratie. Aber wir müssen aufpassen, dass wir auch die Gefährdungen sehen. Nicht? Also ich bin gebürtiger Dresdner. Ich sehe zum Beispiel in Dresden Bereiche um Dresden herum, wo die Nazis in den Dörfern stark sind, wo sie also die normale Gesellschaft an den Rand gedrückt haben, wo also die Gesellschaft, die demokratische Gesellschaft terrorisiert wird. Wir haben den Erfolg des Sarrazin-Buches erlebt. Im Grunde ein Skandal, dass dieses Buch 1,5 Millionen Mal gekauft worden ist. Was geht da in der Gesellschaft vor? Der Heidmeier mit seinem jährlichen Report der Universität Bielefeld hat gesagt, Teile des Bürgertums verrohen. Sie sind auf dem Wege, schwache Gruppen auszugrenzen, also schwache Minderheiten auszugrenzen. Das ist ein Befund, den Sie wissenschaftlich festgestellt haben. Der kommt aus der Mitte unserer Gesellschaft. Ich will also jetzt das nicht weiterführen. Es gibt noch andere Gefährdungen. Sicherheitswahn gegen Freiheit zum Beispiel, ein Thema, das mich betroffen hat. Also wachsam bleiben. Aber ist das auch ein Symptom für ein Versagen der Medien? Nein, die Medien haben das zum Teil aufgegriffen und ein Versagen der Politik zum Teil. Aber die Politik wird ja auch korrigiert, nicht wahr? Das Verfassungsgericht beispielsweise korrigiert die Politik. Und wissen Sie, mich stört viel mehr als die Frage, was machen Medien für Fehler in Verstärkungsfacetten. Die Frage, woher kommt es eigentlich, dass die politische Kultur als Ganzes sich manchmal so verengt, dass wir denken, was ist denn jetzt los? Irgendwas stimmt doch nicht in der Breite. Und wir haben ganz häufig das Phänomen und meines Erachtens immer häufiger, dass man das Gefühl hat, die öffentliche Debatte oder die abgebildete Meinung, die wird so klein auf einem Quadratmillimeter gefühlter politisch korrekter Mitte versammelt, dass andere Positionen gar nicht gehört werden sollten. Und ich glaube, das war auch das Phänomen bei Sarrazin. Da geht es ja gar nicht so sehr darum, dass jetzt 1,5 Millionen Buchkäufer da irgendwie rechtsextremes Gedankengut haben. Wirklich nicht. Da geht es, glaube ich, darum, dass ein Teil des Bürgertums das Gefühl hatte, wir machen uns ein Problem, was wir haben, ein Integrationsproblem, machen wir, indem wir nur politisch korrekt darüber reden, nicht authentisch und ehrlich und reden nicht über Probleme, die Gesellschaft hat. Deswegen hatte dieses Buch eine Ventilfunktion. Das war nicht das Abbild von einer Forum. Ist ein Dokument des Misstrauens gegenüber eigentlich der politischen und der medialen Klasse. Man muss es einfach. Ja. So viele Menschen haben sich um die Integration gekümmert, jahrelang. Ja, ganz aber praktisch. Der Eindruck entsteht doch. Und er hat doch mit einigen schnodderigen Thesen behauptet, er hätte ein Tabu gebrochen. Ich will ja gar nicht die Inhalte dieses Buches verteidigen. Ich will ja nur das Phänomen erklären, warum so viele Menschen das Gefühl haben, Mensch, da sagt doch einer endlich mal was ja, Sache ist. Dem muss man nachgehen. Wie kommt so ein Gefühl zustande? Das kommt okay. Und da sind wir wieder beim Eingang unserer Diskussion, dass wir sagen, es fehlt ein Stück Vertrauen in die Politik und es fehlt ein Stück Vertrauen in die Medien. Denn es ist ja ein Defizit. Dann hätte also ich glaube, darüber können Nein, wir, es fehlt ein Stück auch Breite in der gesellschaftlichen Debatte, die man akzeptiert, wenn man sagt, Mensch, aber die Medien gibt es denn noch richtige Linke in diesem Land? Gibt es noch richtige Konservative? Gibt es noch richtige Liberale wie Gerd Baum? Weiß ich gar nicht, bei der jetzigen FDP-Führung fehlt mir so ein bisschen. So, und wenn die alle so gemainstreamt, so gelackt, so karrieremäßig daherkommen und keiner aus der politischen Klasse sich traut, etwas zu sagen, was vielleicht ein bisschen anecken könnte, die sich im Grunde genommen über alle Parteien einig sind, über diesen Quadratmillimeter politisch korrekter Mitte. Dann passieren solche Sachen wie Sarrazin, wo in der Gesellschaft sagt, Moment mal, also wollen wir mal im Klartext über Probleme reden? Und das ist schon ein Problem. Also, ich vermisse, dass in Parteien über die Zukunft wirklich gestritten wird. Ja? Dass man sich austauscht, dass man Argumente gegeneinander steht, dass man den richtigen Weg sucht mit
mit dem Publikum zusammen, mit den Wählern zusammen. Und möglicherweise ist das ein Hinweis darauf, dass es bei dem Thema eben nicht rechtzeitig irgendwie begriffen worden ist, dass sich da was aufgebaut hat in der Bevölkerung, wo die Bevölkerung aber nicht das Gefühl hatte, dass es von der Politik oder von den Medien eben entsprechend bearbeitet wird. Obwohl es so war. Mit dieser von mir geäußerten kühnen These irgendwie dann das Gespräch beenden, denn wir sind am Ende unserer Zeit leider schon. Er hat Bundespräsidentenqualität. Aber ich weiß ja, das Amt ist nicht frei. Ich bedanke mich bei Ihnen für das Gespräch und bei Ihnen für Ihr Interesse an unserer Sendung. Vielen Dank und einen schönen Abend.